Was geht ab, meine Damen und Herren? Wir befinden uns gerade in einem Café Günaydın in Arabien. Und wir bereiten uns vor, jetzt mentalisch und seelisch und gesundheitlich vor auf den Safari Australia Trip. Dachte mir mal, bevor wir die Safari Tour angehen, gehe ich doch mal zum Nike Town. Und Digga, was ist das für ein Nike Town? Ich meine nicht den Nike Town selber, aber was ist das für eine Aussicht im Nike Town? Nike, was hast du gemacht, Mann? So, ich guck mal jetzt, dass ich mir einen Mundschutz hole, Digga. Ich habe im Internet diese Hurensohn, ich ficke Puh-Aleg, diese habe ich geholt für 20 Euro. Ich dachte, gemütlich, sick, der geht. Ich brauche auf jeden Fall einen gemütlichen Mundschutz, Bruder. Es liegt nicht am Mund, Nase. Ich soll ersticken, ist kein Problem. Meine Ohren, Habibi, meine Ohren sind gefickt, ja, Salame. Das juckt, kratzt alles Müll. How are you, my brother? Fine. Oh, thank you. This is my car? I don't know. It's not okay. Digga, ich glaube, das ist dieser Fistbus am Anheim, nicht das hier. Ich glaube, damit fahren wir, Bruder. Ach du heilige Maria. Wenn wir damit jetzt fahren, Digga. Hallo, Dessert? No. No Dessert. Jawohl, das ist der nicht. Salam alaikum, mein Freund. Quad werden wir auch gleich fahren, ich freue mich schon. Boah, weißt du, wie Bock ich habe, da Quad zu fahren, Digga. Ich will aber erstmal diesen weißen Anzug. Genau, dieser arabische Anzug, diese hole ich erstmal. How much? Not quality, how much? Bayer? Er sagt direkt gute Qualität. Sir, 150. 150? 150, ja. Yeah. Ich mach 100 jetzt pro Stück. Habibi? Yes. Ich say 150. Okay. Four yeah. People buy, yeah. 100, klar, please, hallo, no Wallah. No. Which car you want to stop? Okay, no problem, stop. 100, Habibi. 120, okay? 100, was? 120. 100, brother, we take everything 100. Four people, 400 dirham, 100 euro. More than 100 euro. Excuse me? Yeah, give me one. Yeah. Yeah. Okay. Habibi, yeah? Habibi, yeah? Ich sag euch doch, Digga, Habibi, ich bin der Nummer 1 Händler, ja? Ich bin Menschenhändler, Habibi. Wisst ihr, Schweine? Wisst ihr, was Menschenhandel ist? Ich verkaufe Organe. Ich geb dem 150 Dirham, wollte er. Ich hab dem für 4 Leute jetzt gesagt, guck mal, wir holen 4 Leute 100 ohne Diskussion. Das ist schon sogar zu viel, aber ich wollte einfach so ohne Diskussion, weißt du, was ich meine? Wasser, halt dich fest! Yalla, ran! Dieser Merd, ja? Ja? Merd, dieser Merd, ja? Ja, warum? Ich kenne dich. Weißt du, was man sich hier in der Wüste erzählt? Nein. Ein gewisser John Brooke hat sich nicht verändert. Ist gleich geblieben. Aber man erzählt auch, dass du dich verändert hast. Ist das dein Ernst? Was heißt das, Digga? Ich hab mich verändert. Du hast dich mies verändert, Digga. Du bist nicht mehr der Gleiche. Du hast recht, Digga. Hassan! Es tut mir leid, aber du musst hier bleiben. Warte! Nimm mich mit, bitte! Komm her! Bitte nimm mich mit! Komm her! Geht nicht, du bist so einer. Scheiße, Digga! Ey, ich dachte schon, mein Gucci-Schuh ist was passiert, Digga! Meine Hände sind einfach schwarz, Digga! Ey, ich nehm ein bisschen Sand mit von hier. Stell dir vor, da kommt jetzt so ein Skorpion. Dubai-Sand! Oder Arabien-Sand in meiner D-Squared-Hose. Wer weiß, wann ich nächstes Mal wieder hier bin, Digga. Einfach mitnehmen. Guck mal, Digga, was ein feiner Sand. Ich hab einfach den
Typen von gerade eben wiedergefunden. Ich habe das nicht ganz verstanden. Was meinst du mit dem? Ich hab mich verändert. Schau dich an. Schau dich an. Wo warst du früher? Wie warst du früher? Überleg dir genau, wie du heute bist. Du bist nicht dasselbe. Das sind die Kamele, ja, Salami. Krass. Wow. Heute werde ich ein richtiger Kameltreiber. Eigentlich müsste ich da vorne stehen, weißt du, was ich meine? I don't want pictures. Please, I don't want picture. I have my own camera. Okay, einfach Fanboy. Leute, wir sitzen gerade auf diesem Kamel. Sind wir rechts versichert? Leon, nicht verfluchte dich, Digga. Hast du Angst gerade vor einem Kamel oder was? Ananeskim! Lan! Ananeskim! Oh mein Arschloch! Mein Arschloch! Ich schwöre! Yo, 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 yo! Er hat mein Leben gefickt. Ich hab mich einfach weggekickt, Digga. Jalabia. Jalabia. Oder weißt du, wie das aussieht? Kennst du diese ISIS-Camps? Ja, Mann. Das sieht aus wie diese ISIS-Camps. Ausbilden, so, ne? Ja. Das ist das VIP oder was, Junge? Wir müssen jetzt hier warten bis 19 Uhr. Wir sind in so einem Camp, Digga. Apple. Apple. Al-Fakhr? Al-Fakhr. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Al-Fakhr. Und? Komm mal auf den Schirm. Gut, gut. Beautiful. Yes. Okay, Bruder, 100 Dirham, please. Now? Tamam. Ja, Hassan, dir geht's gar nicht gut, Digga. Digga, wir sind doch nicht in Arabien, Digga. Hassan, dir geht's gar nicht gut, Digga. Digga, du hast dich mies verändert, Digga. Fängst du jetzt auch damit an? Ja, aber warum hast du dich so mies verändert, Digga? Warum war... Einfach so Hinterhof, kennst du? Guck mal, guck mal. Hier steht einfach Intercola. Digga! Ich hab für diese Fisch Antalya Resort 1000 Dirham gezahlt. Das sind 300 Euro fast umgerechnet. Für das hier. Ich hoffe, er tanzt so lange, bis der Kopf da mal herräumt. 1000 Dirham, 1000! 1000 Dirham, 1000! 1000 Dirham, 1000! Ich hab 1000 Dirham minus! Freunde, wir sind jetzt im Hotel angekommen. Hier ist immer so eine leckere Dattel, Digga. Wir gehen jetzt hoch ins Hotelzimmer. Ich sag dir ganz ehrlich, diese ganze Reise hat sich auf jeden Fall nicht gelohnt. Aber war geil, aber das war einfach viel zu teuer. Wir hätten doch im Prinzip einfach nur Quad machen müssen können, weißt du? Was? Du bist ja mein Vorstuhl. Komm rein. Digga, was macht der hier, ja? Soll ich dir was sagen? Du hast dich verändert. Wie oft willst du mir das sagen, Bruder? Das war das letzte Mal. Hasta luego, amigos. Wir sehen uns. Irgendwann. Zu irgendeiner Zeit. Junge, was ist das für ein Hut, Digga? Und wer ist dieser Mann, der mich die ganze Zeit verfolgt hat, auch im Jahr? Freunde, das war's mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, macht einfach gar nichts. Ich bin todesmüde. Ich habe einen Hardcore-Mundgeruch. Plus, guck mal, die Linse ist schon gefickt von meinem Mundgeruch und ich habe so einen Hurensohn Sonnenstich von dieser Achusharmota-Wüste. Digga, hast du auch so ein Achusharmota-Sonnenstich? Ja, Mann. Hä? Ja, Mann. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Ich bin todesmüde. Wenn euch das Video gefallen hat, macht einfach gar nichts. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, puh. Achso, ja, bevor ich das vergesse, Leute, wir können auf jeden Fall noch den Burj Khalifa abchecken. Was sieht Hallo, was machst du hier? Du hast dich